Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir starten oder wir fahren mit der Ernte fort und beginnen bei Raps mit Kursweg einstellen. Stellen wir den Fahrer ein. Dessen gehen wir mal kurz raus, hier lassen wir mal arbeiten. Die anderen Fahrzeuge arbeiten bereits und wollen entleert werden. Das heißt, wir müssen mal ganz schnell Gas geben. Und Richtung Überladefahrzeug gucken, wo der ist. Grün ist es. Der Grüne ist es. Da sind wir hin zum Fendt. Ja, schnell abladen und dann den nächsten Traktor losschicken zum, ja, der Stroh weitermachen kann, ne? So. Wir müssen ein bisschen Gas geben, dass wir heute noch die Ernte reinfahren. Am heutigen Tag, bis nachts spät hinein. Ja, und dann mal schauen, ob die Sonnenblumen schon reif sind. Ich glaube eher nicht. So. Ah, hier können wir rein, ne? Das ist mit Feld 60 und Feld 12, die Ernten. So, ja, auch nicht reif, glaube ich nicht. Schauen wir ganz kurz. So. Hafer, Wachstum, Bodenbeschaffenheit. Ah, hier ist Wachstum. Also 60, 41 und 12 sind nicht reif. Da muss ich sehen, dass es morgen reif wird, ne? So. Hoffen, dass wir da noch Zeit geerntet kriegen, weil wir haben ja nur ein Scheinwerk für Sonnenblumen. Obwohl er ziemlich schnell ist, ne? Wir haben Stau. Schicken wir ganz schnell mal den anderen los. Mit dem schwarzen Anhänger und dann können wir gleich, kann der mit Stroh weiterfahren und dann werden wir uns den zweiten schnappen und dann jetzt Getreide, Weizen holen. Kein Problem. Beim Livestream kam, war das Ganze nicht mehr synchron zum Plus. Also Ton anschalten. Dem hat das Problem behoben. Ich habe wieder irgendwas verstellt. Ist ja wieder ein Drängler hier, ne? Ich hätte jetzt allein. Muss ich nicht wissen. Machen wir Platz. Und dann werden wir ganz kurz uns um den roten Abfahrer kümmern für Weizen. Damit der andere nicht im Weg steht, ne? Ja, manchmal ist es verrückt, ne, mit den ganzen Einstellungen. Also oft Kleinigkeiten, zwei, drei, ja, Veränderungen. Oder stellt sich allein, ich weiß auch nicht warum. Alles ja gespeichert, normalerweise einmal eingestellt, müsste ja perfekt sein, ne? Aber anscheinend nicht. Aber gut, das ist Technik, sagen wir so, ne? Gut, habe ich angefangen von vorne, das macht aber auch nichts in dem Sinne, weil er, naja, macht schon was, ne? Wundere besser, wenn die, die Ernte abgeschlossen wäre, dann wäre die Gefahr, dass sie sich beim Haufen fahren, nicht so groß. Also.
So. Gut, das läuft ja mal. Der ist auch fast voll und der auch. Naja, drei Viertel. Der ist fast voll. Aber der war doch nämlich leer, wieso ist er reingefahren? Hier ist er voll, jetzt kann er losdüsen, ne? So. Weizen geht wieder weiter, Raps, aber die ersten voll. Der ist noch nicht voll. 60%, der andere ist voll. Der gelbe, der Holland ist voll. Ja, reicht doch, voll. Ja, Aussaat plus, ja, heute erfolgen. Ah, das heißt, die Aussaat, sobald die Ernte abklopft, dann geht das los mit der Aussaat. Das machen wir heute alles fertig. Hier, werden wir, hier war Raps, da werden wir einmal Weizen, einmal Gerste oder nur Gerste, das ist im Grunde egal, Hauptsache Stroh, ne? Oder Hafer. Hafer verdient ein bisschen mehr. Und was noch wichtig ist, der Preis ist ein bisschen besser und wir haben nicht so viel extrem viele Mengen, ne? Zum Fahren. Von daher ist es sinnvoll. Wir werden da, wir kriegen ja auch Stroh und Hafer raus, ne? Das ist im Grunde egal. Wir brauchen mehr Stroh für die Kühe, ne? So, zum Roten. Raps 3%, Raps 100%. Das ist der andere Prozent, der fährt. Raps 87, das ist der hier. Das ist 9,240. 9,240 ist der hier. Man muss den Namen eingeben können, ne? Paul oder Klaus, ne? Oder Bärbel. Dann kann man besser zuordnen. Nochmal so eine Sache, ne? Da haben alle Nummern hier. So. Ausleeren. Stroh ist voll, sehe ich gerade. Alles gut. Zweite Ladung heute. Raps, Weiz ist bei 40%. Vielleicht kaufe ich noch ein Feld. Ah. Was ist auf 5 drin, ne? Auf. Obwohl 5 und 8 wissen weit weg ist, ne? Also. Wenn ich es vermeiden kann, die 40, aber die kann man nicht bezahlen. Ne? Ha, jetzt spielt er selber. Ja, 40 kann man nicht bezahlen. 54. Kostet 1,2. 53 war, glaube ich, irgendwann der Hafer, ne? Die 53 wird passen. Was kostet der Scheiß? 3,2.
47. 1,5. Aber wiederum viel Geld, ne? Schulden. Schulden ist nicht gut. Ein rauen Stroh. Weizen. Raps 60. Samen ist gerade leer. So, auf geht's. Gut, keine Fehlermeldung, das ist gut. Dann kann ich da ein bisschen höher gehen, ne? Also. So. Ich glaube, der ist fertig. So gut wie. Machen wir ein bisschen mit, ne? Das ist gemein. Der ist voll. Bin ich klein geworden, ne? Ah, das ist ja Flugmodus. Dieser Mod gibt's für Mod Hub. Nennt sogar so, glaube ich sogar. Ja, mal gucken, ob wir ein billiges Fell kriegen. Und schön geformt, ne? Hier stehst du richtig, bleib stehen. Also die 13 können wir nicht leisten. Die 10 ist auch ziemlich weit weg. Die 63. 38 kommen wir mal Gras. Guck mal die Preise an. 54 kostet 1,2 Millionen. Und drin ist. Die 54 wären auch nicht mal weit weg, in Anführungszeichen. Also 53 kostet allein schon von der Fläche fast gleich groß, optisch. Und 54 kostet nur 1,2. Das kaufen wir mal. Wir haben ja fast keine Schulden, ne? Also wir brauchen 1,2 Millionen. Wir haben heute schon ein bisschen Mist zur BGH gefahren, da bringt ihr ein bisschen Geld. Und wir haben auch noch Silage da, wenn wir weiterfahren. Ne? Versuchen mal zu programmieren. Dann haben wir noch ein Feld mit Stroh und das ist auch wichtig. Mensch, 1,2 Millionen brauche ich, da klicken ist ewig. Und nebenbei können wir noch so Zeug verkaufen. Können wir ein bisschen was dran verdienen. Wir können ja ein Notplatzfeld hinterher verkaufen, ne? Das machen wir eher nicht, aber nicht. Das ist typisch. So. Der CWR, noch einer da. Wo soll er hin? Blocking, Raps. Gut, das ist unser 10, das ist unser Drescher. Der gelbe. Ah, Stroh entlädt gerade, kann sein, dass ich an und warten müssen.
Wenn man keine Fehlermeldung kommt, ist das gut. Denn mit der Ernte verkauft, können wir auch noch was verdienen, ne? Also so ist ja nicht, ne? Dann können wir sogar noch einen Kredit heute Nacht zurückzahlen, wenn wir ein bisschen Glück haben. Im Hof zum globalen Markt ist ja nicht weit, ne? Denn so ist ja aktuell die Preise im Keller. Raps zum Beispiel kostet aktuell Verkauf 1100 und Weizen 687, also das ist nicht toll. Ist aber leider so, wenn die Ernstzeit ist, halt genug da und fallen die Preise. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen mal, tschüss, ciao, ciao. Ja, man sieht sich dann morgen. So, Sonntag. Tschüss.